Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir mit Aqua die Mirage Arena abgeschlossen, nachdem wir mit Ventus die Mirage Arena abgeschlossen haben, und jetzt stehen wir mit Terra, mit dem wir auch die Mirage Arena abschließen werden. Geil, oder? Und ja, warte ich wieder auf eine Stunde lang Klopperei. Und ja, ich habe mal geguckt, ob ich hier schon mal was kaufen kann noch. Aber nein, ja, mit Terra auch Level 99. Meine Befehle reicht alles zum Massenangriffe. Fertigkeiten natürlich auch alles. So sehen die Werte aus. Ich habe mal das letzte Story-Schlüsselschwert genommen. So, das ist die Abschlusskommandone, nicht das letzte Story-Schlüsselschwert, sondern hier hinter dem Horizont. Ich könnte auch das hier einsetzen, aber da meine Magie, da ich mehr Magie einsetze hier in diesem Kampf, oh, das tut sogar mehr abziehen. Ich will aber nicht mit so einem Eisdingen rumlaufen. Ja, da ich viel Magie auch einsetzen werde, habe ich das Schlüsselschwert ausgerüstet. Und ja, wieder hier alles bis auf ein Kommando bei ihm, und das ist ein Multifokus-Kommando natürlich wieder. Geheime Berichte, fehlt mir nur einer, von dem ich annehme, dass ich den hier in der Mirage Arena irgendwann bekomme. Und ja, unversierten bekommen wir auch noch hier. Und ja, wieder schon ein paar Mickey Zeichen hier gleich gefüllt, und ich würde sagen, wir gehen dann direkt rein und machen wieder jede einzelne Mission mit ihm. Seeungeheuer und Schatzhatz habe ich natürlich auch offscreen gemacht, um die Eiscreme Sorten und so herzustellen, genau wie bei den anderen beiden. Und ja, wir führen jetzt die Mirage Arena mit dem Blut unserer Feinde. Mit Terra. Dürfte hoffentlich noch schneller gehen jetzt. Ich habe nicht Mega Flare ausgerüstet, sondern andere Sachen, wenn man ein bisschen Abwechslung hat. So. Und Terra hat so eine geile Fähigkeit, mit der man Tetris spielen kann. Dauert nur ein bisschen lange, aber dafür ist man auch unbesiegbar für eine ganze Weile. Komischerweise hat er genauso wenig Verteidigung wie Aqua. Also Ventus hat, glaube ich, die höchste Verteidigung. Das ist irgendwie komisch. Auch nicht schlecht eigentlich. Dauert nur ein bisschen lange, die Attacke. Zack. Fristat. Donnerschlag. Jetzt bist du schon der Boss kommen, ne? Wenn übrigens der Part gefällt, dann hinterlasst bloß kein Abo oder ein Kommentar oder ein Like. Ey, boah, geht weg damit. Seht doch, wie unbeliebt ihr auf diesem Kanal sind. Auf diesem Kanal. So, ich muss mit ihm aufpassen. Er hat ja nicht so eine Ausweichrolle wie die anderen beiden. Aber dafür hat er mehr P. Und er hat nicht so eine blödes Ding hier, wo man sich hinter dem Gegner teleportieren kann. Das heißt, ich werde mich nicht vollkommen blöde die ganze Zeit hinter dem Gegner teleportieren. Da wollte ich nicht machen. Einfach gar nicht oft abwehren, sehr gut. Sehr viel ab. Zack. Er macht von Terra steht so bereit mit seinem Schwert in die Luft gehoben. Gezeichnet. Ja, wir werden uns hier durchprügeln wie nix. Glaube mit den anderen beiden mit Level 99. Boah, wer hätte das gedacht? Wir gehen hier durch, als wäre nix. Aber ändert sich ja wieder so ab der Mitte. Spätestens so ab die letzten beiden Dinger, glaube ich.
weil optional ein beste Boss mit Terra, boah, das wird ein absoluter Albtraum. Da freue ich mich schon. Mit Freuen meine ich, ich habe Angst. Auf den hier machen, was Terra Nord immer gemacht hat, war natürlich der Autozerstörungswirbel aktivieren. Okay. Mein Gott, kannst du dich mal Ding jetzt einsetzen? Ich bin der Boss ein. Jetzt, wenn der Boss kommt, setze ich dann ein. Zack. Vielleicht Mega Flare einsetzen sollen. Ausrüsten sollen, aber was soll's. Ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Warum gehst du auf den einen? So, komm her, Boss. Komm her. Komm her, du Kutsche. Oh, bleibt er hier. Wie hat sich die Kamera jetzt mal ändert? Wesen macht das Schaden. Ich glaube, ich brauche Mega Flair mit sich. Ja, weiß ich nicht. Oh Gott. Ja, ich kann ja nur Donnerschlag aktivieren, das ist ein bisschen doof. Ich meine, durch einige Erdangriffe, Ars Fatalis oder irgendwie so aktivieren, aber nein. Da willst du werden. Naja. Weil er tut ein bisschen zu wenig abziehen, habe ich so Gefühl. Perfekt, bleibt mal da stehen. Und dort. Ja, ich glaube, wir tun irgendwie, weil ich irgendwas rausnehmen. Mit Mega Flare setzen. Sehr geil. Terra Story ist die einfachste. Von wegen, irgendwie gar nichts ist einfacher mit Terra. So, machen wir mal anderes. Meteor, das ist ein bisschen schlechter als ich gedacht hätte. Mega Flare. Hier noch irgendwas. Ich will eigentlich nur Mega Flares hier einsetzen, aber. Den möchte ich vielleicht haben, genau. War eigentlich egal, was für eine Ding ganz viel ausrüsten. Wir haben sowieso alles weg. Auf den letzten Gegner wahrscheinlich. Könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber dafür haben wir ja Dingens. Multifokus-Kommandos. Gibt es auch noch. Uff. Da müsste ich bei dem Boden eingaben, ne? So. Weißt du, der das? Schon alle weg. Letzte Runde, was? Yeah.
düst einfach durch die durch. Du machst auch das die Aqua, ne? Ist ja gleich Kommandostil, glaube ich. Was ihr denn? Spike. Oh, und weg seid ihr, ne? Oh Gott. Rezepte bekommen. Geld, Geld. Könnte man schön einige Abschlusskommandos hochleveln, wo man Geld braucht. Schon wieder so kurz davor, Mann. Stehe nicht. Ich glaube, die brauchen wir nicht hier, die Bonus-Dinger. So, 20 haben wir schon, geil. Jetzt geht's zu Cinderella, ne? Ja, nicht Cinderella. So, ein Röschen. Oder Aurora. Warum heißt das eigentlich Aurora? Warum heißt es dann Dornröschen? Das. So, schon weg. Und ihr, frisst das. Na, Rhythmemeister, geil. Tempest. Wow. Na komm schon. Na, oh, der hat schon wieder überlebt. Und der andere auch. Und den sein Kollege auch. Jetzt kommt schon der Boss. Den passt er zurück, Meister. Hey, dich kann ich doch. Dich habe ich als allererstes erledigt. Im Spiel. So, kannst du mir noch aufnehmen? So, wir haben ein blödes Ding. So, nicht. Ja, okay. Die größeren Kreise zu mehr Schaden anrichten und öfter angreifen. Bin mir aufgefallen. Ich habe abgewehrt. Ja, du gesehen, wie ich abgewehrt habe, oder? Ich überhaupt noch aufgehalten werden, wenn ich da oben bin? Heldspalter. Ich will noch ab, Mann. Meine Stadt erstmal gegen den gekämpft habe, konnte ich halt abwehren. Schon schlimm genug, dass er nur von vorne abwehren kann. Und dann kommt noch sowas. So, hier. Erdbänder. Erdbändiger. Ich nehme halt nochmal Erdbänder oder Erdbändiger. Maximal LP, ja, genau. Von denen hat Terra ja so wenig. Ja, wie nennt man das? Da habe ich den letzten schon irgendwie gefragt. Erdbänder oder Erdbändiger? Schon lange her, seit ich Avatar geguckt habe. Die haben das Erdbändiger genannt, oder? So Erdbändiger, Wasserbändiger, Luftbändiger. Nicht Luftbänder, ne? So. Weiter im Text. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder dieser eine Typ, ne? Ja. Wow, ich habe das schon so oft gemacht, ich weiß es jetzt auswendig. Ist das gut oder schlecht? So. So, erstmal ihr alle weg. Ja, einer muss ja überleben, ne? Oh. Here we go. Lass uns wagen. Dö, 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 dö.
Ich muss schon sagen, kommt schon links. So. Geht auf Musik. Noch mehr da. Muss schon sagen, ist links noch da. Uff. Haben du auch noch. Wegen dem Thumbnail nehme ich hier noch kurz. Weiß nicht. Jetzt kurz hier so ein Bildchen haben. Na komm. Soll ich den Vogel auf den Himmel holen? Ich glaube, ich nehme den Dings raus, ey. Also, also. Komm her! Auf! Diese Viecher, ne? Das ist mein Thumbnail, gut. Hi. Hm. Hi. Hm. Hi. Hm. Oh nein, ich kann da angeln. Ist gut, Mann. Oh mein Gott. Mit ihm wird das nicht leicht, habe ich das Gefühl. Mein Gott, ich treffe ihn kaum. Oh, ist doch mal gut. Da muss ich eigentlich von jedem hier weghauen werden. Ich trage eine 5 Tonnen schwere Rüstung, ne? Warum ja? Ich habe einen blöden Käfig, ich will auf dich losgehen. Ja, mit Terra wird es ein bisschen schwieriger, habe ich so das Gefühl. So ein bisschen. Ich habe schon mit der Stufe hier von dem Probleme. Zernort spricht Nummer 5, da müsste der letzte sein. Gut, dann weiß ich ja, was ich machen muss hier. Für die Bosse. Vielleicht sollte ich Ars Solum ausrüsten, ne? Ah. Geofall bringt es irgendwie nicht so, ich so Gefühl. Warte mal, wenn ich schon Angriff hier für einen Gegner ausrüste, dann vernünftigen, ne? Irgendwie kann ich mir Terra ohne Ars Solum nicht vorstellen. Massenschlägerei Angriff. Ach, der kommt ja auch noch. Ah. Heute wird schwierig mit den optionalen Bossen für Terra. Boah. Man sollte ein Alternativ. Der eine hat ganz viel hingeguckt. Man sollte echt ein alternatives Kostüm für Terra haben. Damit er so aussieht wie Terra Nord. Mit Terra Nord meine ich übrigens sehr Nord, welcher den Körper von Terra eingenommen hat. Ich hatte denkt, wer ist da? Der wurde namentlich nie erwähnt oder auch nicht, aber wird auch von der Fangemeinde liebevoll so genannt, glaube ich. Name von sehr Nord ist ja auch
ein Anagramm schon wieder, so wie bei jedem 13 Organisation 13 Mitgliedern. Das war, wenn man das X aus Xehanort rausnimmt, die Buchstaben ein bisschen umändert, dann bekommt man die Worte No Heart raus. Man bekommt aber auch das Wort No Earth raus. Mit No Earth ist natürlich Terra gemeint, ne? Also, ob die halt schon so früh vorgestellt haben oder so. Boah, mich verarschen. Es gibt einen irgendwie zu denken, ne? Boah, schon die ganze Welle gelegt. Sollte echt nur Mega Flash ausrüsten. Okay. Es tut er wieder so, als würde er so angestampft kommen. Duff, duff, duff. Aber fliege ich nur mit dem Boden? Ha, ich habe mich ausgetrickst. Ja, du fliegst das erst mit deinem blöden Buch herum, ne? Oder auch nicht. Wart. Mein Gott, wie oft kann man denn angreifen? Boah, ich wollte da ausnahmsweise mal ausweichen. Auch blöd mit den anderen Charakteren gewesen. Ich bin irgendwie nie ausgewichen. Okay, ist gut. Ah, es ist Solo. Oder Arsch Solo. Was sagt? Oh nee. Was hat denn? Ah, jetzt kopiert er mich. Nein. Weiß auch, wie nervig das mit Ventus gewesen ist. Der steckt da an der Karte fest, ey. Sehr gut, so muss das. Der kämpft genauso wie Terranort. Mit dem blöden Dings Angriff. Ja, auch hier, boah. Vor allem, die können einen damit direkt anvisieren. Und ich muss immer so awkward dahin lenken, ey. Und treff so nix. Ja, ich muss treffen und die haben irgendwie so Zielsuchende Schallgrätschen, aber wie. Boah, kannst du schon mal jetzt treffen? Also was hier kommt. Boah. Oh mein Gott. Ach, komm her. Hier, du bewegst dich da weg. Mehr vielleicht auch noch. Was war meine übergezogen? So, habe ich nicht genommen, dann wurde ich aber mit dem Schlüsselschwert eine übergezogen. Ey. Respekt, Schelle einfach. Oh, ich finde das so lustig. Hallo, was ist das denn? Ein Schlüsselschwert mit Geringheit, das ist nur selten, aber einen hohen Attackenwert hat. Okay. Ich dachte jemals schon mal, warum hat Terra so viele Schlüsselschwerter? Okay. Was? Hallo? Guck ich mal das Mini-Ding an. Was soll ich denn damit? Vor allem das hier ist in jedem Bereich besser. Selten kritische Tritt, aber einen hohen Attackenwert hat. Ja, super.
Bereich von außergewöhnlichen hohen Attacken, die niedrigen Magiewert. Ja, sehr geil. Ich möchte das Ultima-Schwert haben. Das ist wahrscheinlich nicht sehr viel besser als das hier, habe ich so ein Gefühl. Vielleicht so ein oder zwei Werte, ne? Weil ich werde wahrscheinlich den Chaosbringer einsetzen. Also hat Schwert mit den riesigen Angriffswerten und den Minus MP Werten Magiewert. Aber was anderes braucht man für Terra nicht. Wenn man Angriffswert hat, ist man schon gut bedient eigentlich. Vor allem für die optionalen Bosse will ich lieber einen riesigen Angriffswert haben. Stich. Das ist auch voll der Tales of Modus hier. Ja, außer der Angriff. Swordwein. Das hier nicht. Jetzt, so ich weiß, dass die dicken Dinger hier mehr Schaden anrichten. Öfter angreift, dass ich die vielleicht machen. Fesselt ihr das? Ja, okay. Hat man verbrutzelt, glaube ich. Wurf. Was? Die anderen sind auch explodiert. Warum bist du nicht gestorben? Wurf. Sport Rain. Nimm das. Wie eins im aus Kingdom Hearts 1 sagen würde. In der deutschen Version natürlich. Und ich frage mich, ob Kingdom Hearts 3 auf Deutsch sein wird. Wäre mal wieder schön, aber eigentlich ist es mir mittlerweile auch egal, ob er Deutsch oder Englisch ist. Ich habe mich jetzt schon so sehr an die englische Synchro gewöhnt. Wenn wir Pech haben, ruinieren die einige Stimmen für. Weil nicht Terra, Aqua oder Ventus, von dem ich mir sicher bin, dass die in irgendeiner Form auch da vorkommen werden in dem Spiel. Die Stimmen können okay für Aqua. Ich weiß nicht, wie Aqua in 2.8 klingt. Sich ihre Qualität ein bisschen gesteigert hat. Aber dann das hat mich auch gewöhnt eigentlich nach einer Zeit. Ein dunkler Impuls. Machen wir einen auf Tales of Berseria. Da habe ich auch so einen Schattenarm. Den Dämonen absorbieren. Mal schauen. So ein kleiner Puls. Na, Schlitz. So, komm her. Und zack. Durchgebrezelt. Ja geil, du triffst mich, aber ich treffe dich nicht, oder wie? Na komm. Also war nichts. Schon heftig dieser Angriff. Ich glaube, Terra ist echt der Ars Solo Meister. Den Angriff gibt es auch in Kingdom Hearts 1. Und ja, diesen Tollwut-Angriff, sag ich mal. Terra ist irgendwie der Meister darin. Ich glaube, dagegen optionale Bosse auch was ausrichtet. Ich glaube nicht. Gegen einen auf jeden Fall nicht. Ich habe schon einige Probekämpfe gegen einige dieser Bosse gemacht und mit Terra ist es verflucht schwer. Ich habe einen Boss fast besiegt gehabt.
Ich muss für die optionalen Bosse üben. Tut mir leid, aber geht so nicht. Ich kann da nicht einfach so reingehen und hoffen, dass ich halt irgendwas schaffe. Dann wird das ewig dauern. Ich muss, weiß nicht, die schon so oft bekämpfen, bis ich irgendwie deren Angriffsmuster irgendwie so drin habe. Das wäre ich nie besiegen in der Aufnahme. Ist nicht so wieder verweilende Wille. Wo, weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie pures Glück am Ende. Part kann ich übrigens nur weiterempfehlen, aber ein richtig geiler Kampf. 25 Minuten mal down. Ah. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt zweimal. Das ist immer eine andere Reihenfolge, aber immer zweimal eine Taste ist satt. Umgerannt. Mein verweilenden Will wusste ich auch so ein bisschen. Mein verweilenden Will aus Kingdom Hearts 2 hat man wenigstens irgendwie so, wenn man den manchmal bekämpft hat, so ein bisschen irgendwann raus. Irgendwann hat man den einfach. Ich habe dann auch so lange gekämpft gegen den, bis ich irgendwie so den sein Angriffsmuster drauf hatte. Und dann hatte ich so nach 3 Versuchen, als ich aufgenommen habe, den auch kaputt gekriegt. Das hat 25 Minuten gedauert, was mich verwundert hat. Genauso wäre ich ja doch hier am, bei den meisten Bossen nicht, aber bei einem auf jeden Fall. Ah, was hat hier? Nein, da kommt noch was. Ach komm. Ich drücke mal Kreis, ey. Mal, die sind schon alle weg. Kann ich suchen, ne? Ich will exoten. Ich will exoten. Nächster Boss. Irgendwie geht es doch ein bisschen schneller mit Terra, habe ich so das Gefühl. Ich, du. Warte mal, ich hab der irgendwie anders aussieht. Boah, wenn man einmal in irgendeinen Angriff drin ist, ne? Aber ich gar nichts so für, macht er nichts. Ich soll gleich angreifen. Wäre ich zwar auch getroffen, aber. Ach man, ich dachte, das wird klappen. Boah, was macht er wieder mit denen an? Den könnte man wesentlich abwehren, ja, hallo. Noch mehr. Ach mein Gott, ehrlich. Es geht auf den Kipsch los, ja. Kipsch hat oberste Priorität. Auch Mann, ey. Da grüßt er deine an. Was soll man denn dagegen machen? Jetzt keine Ausweichrolle ab wie bei den anderen. Boah. Ach komm schon. So eine Sekunde irgendwie ist das. Oh, was? Oh, ja. Oh, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Komm her. Oh, komm her. Ey. Ja, mit Terra ist das so richtig nervig. Muss nicht so sein. Okay, also geschafft, geil.
Terrat die einfachste Story. Boah, ich weiß, wiederhole mich, aber es zählt sowieso keiner. Also. So. Eiskalt erwischt. Aber das könnte nervig sein, weil da ist schon wieder Sack. Der Sack. Er ist natürlich wieder als erstes wieder sein Omni-Slash ein und haut mich volle Möhre weg. Ist das geil? Geil, cool. Der eine hat mich geschlagen. Ich muss dich töten. Ah, wie hat das denn mit schon von hinten getroffen? Ah, von oben getroffen. Er sagt doch nichts. Ja, machst du jetzt? Ey. So, sein Kollegen hier weg. Dahin, genau. Und schon. Oh, sehr gut. Ich weiß, was ich jetzt mache. So, wie du teleportierst dich. Mach den ja, mach ihn unsichtbar. Sechs schon wieder tot. Wir haben letzten Mal. Noch mal. Ich hab einen an, wie viel ich abziehe. Was Fatales bedeutet überhaupt Arsch? So, pff, das war einfach. Mein Gott, ihr seid schon weg, bevor ich irgendwas mache. Muss, ey. Ich hab gesagt, Puff. Puff macht der Inversierte. Puff macht der Inversierte. Oh, das ist schön. Here we go. Blitzka. Wow. Ach man, mega fair. Tempest. Tempest. Blitzka. Na, komm mal her. Ich doch nie meine Mitte auf. Schon wieder alle weg. Wenn man die Kamera nicht bewegen kann oder was drücken kann, sind schon alle weg. Hi Platinum, der Goldrunden Boss aus Kingdom Hearts 1, der überhaupt nicht schwer ist. Das wird wehtun. Ohne Gnade. Der Angriff ist so stark gegen einen Gegner. Terra ist eigentlich. Eigentlich nicht, aber eigentlich schon so ein bisschen gut gegen für 1 gegen 1 Kämpfer, habe ich so das Gefühl. Außer man tut voll extrem schwere optionale Bosse einbauen, die schon beinahe unfair sind. Nein, die unfair sind. Okay. Ja, wir haben schon wieder bald geschafft. So, Doppelgänger, ein Mann-Armee, Schatz hat. Wird schon wieder übersprungen. Komm, ich zeige euch mal diese Runde hier. Das ist da, wo ich das Eis hier gefarmt habe. In dieser Runde gibt es, glaube ich, nur ein gibt's ein Rezept, das man nur hier bekommen kann. Deswegen muss man hier hingehen, um alle Eissorten herzustellen. Und ja. Deswegen muss ich diese Mission hin und wieder mal machen. Mission, also die Runde hier.
Nur das hier ist sehr nervig aufgebaut, weil diese Viecher immer noch runterfallen, sobald man hier hochkommt. Ernsthaft, manchmal kommt man hier hochgesprungen, die sind schon wieder alle unten. Man ist den ganzen Weg hier sozusagen umsonst hochgelaufen. Das kotzt mich am meisten an, ja. Fällst du da runter? Ja, ein bisschen nervig, man muss die ganze Zeit immer hoch und runter gehen. Da kann man viel Geld bekommen auch. Wenn man irgendwie Geld braucht aus irgendeinem Grund. Mein Gott. Das Ding hier. Da guck dich mal an. Ich komme hier hoch und die sind alle runtergefallen. Nee, das passt nicht. So, erste Runde. Jetzt sind wieder alle oben. So. Natürlich sind auch hier solche Vögel. Nimm das. So. Die sind bestimmt hier oben gespawnt, ne? Nein. Die sind mit einem Schlag weg. Jetzt habe ich die alle da runtergehauen, Mann. Die sind halt so blöd, immer hochzukommen. Die sich auch die ganze Zeit im Boden ein. Fang jetzt nicht schon wieder damit an. Längen Aura. Jetzt hier müssten, glaube ich, diese Fortunas auftauchen. Ich kann leider nicht so weit nach oben gucken. Ich kann meinen Nacken nicht so nach oben strecken mit dieser Rüstung. Oh, einer ist schon wieder runtergefallen. Da war gerade ein Fortuna. Ich glaube, ich platt gemacht habe. Hier erlebt noch was. Boah. Oh ja. Zack. Zack. Oh. Verspätete Sieges. Fanfare. Warum haben die halt eigentlich noch nicht in irgendein Kingdom Hearts Teil reingepackt? Da allgemein etwas Musik aus einigen Final Fantasy Titeln. Die haben eingeflügelte Engel reingepackt. In Kingdom Hearts 1 und 2, also warum nicht auch? Ja, andere Lieder. Die tun da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mit Final Fantasy 7 hier verbinden, wenn das Remake rauskommt. Damit die, weiß ich nicht, Verkaufszahlen für Final Fantasy 7 steigen, das kennt man doch hier. Macht doch jeder Publisher irgendwie so, oder jeder Entwickler. Also gibt es wahrscheinlich wenige Final Fantasy Charaktere aus älteren Teilen. Ach, Final Fantasy 15, genau, gibt es ja auch noch. Und bestimmt auch bald Charaktere raus. Kingdom Hearts Teil, also Noctis in Kingdom Hearts 3. Ich habe gar nicht. Gerade Final Fantasy 15 am Zocken. Ich bin noch gar nicht so weit. Ey. Schon mal langsam weiterspielen. Ich habe schon seit Wochen immer gespielt. Ich habe, glaube ich, ein paar Tage nachdem es rausgekommen ist, geholt. Hab's dann gezockt. Hab's gut gezockt. Hat mir Spaß gemacht, das Spiel. Aber seitdem ist jetzt auch schon ein bisschen, seitdem ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Und so ein Monat oder so, seit ich das mal gespielt habe.
Aber macht mir das Spiel Spaß, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt gedacht, obwohl das so mich stört, ist ein bisschen, dass es so männliche Hauptcharaktere gibt. Das muss ich nicht haben. Jetzt war ein Final Fantasy 13 2 gestellt, also nur weibliche Hauptcharaktere gibt. Muss die Truppe bunt sein. Allen Geschlechtern und so. Alle Geschlechtern und Rassen und so. Ja. Ist eigentlich nur so ein Bro-Trip hier. Final Fantasy 15. Ich habe das gleiche Problem mit dem Spiel, was ich mit Final Fantasy 13 habe. Der Unterschied ist, ich finde Final Fantasy 15 gut. Final Fantasy 13 nicht. Und zwar, weil ich Final Fantasy 15. Das Problem ist, ich sehe nicht viel Final Fantasy in diesem Spiel. Erstmal ist das Kampfsystem nur random Buttmashing eigentlich. Ich hätte auch so machen können. Verdammt, ich hab mal gemacht, das wäre geil gewesen hier. Keine Ahnung, das ist ein gutes Rollenspiel, ist ein sehr gutes Rollenspiel. Mir macht es auf jeden Fall sehr Spaß, aber da hätte jetzt nicht zwingend notwendig. Das Spiel hätte unter jeden anderen Namen irgendwie rauskommen können und es hätte funktioniert. Ich verstehe jetzt noch nicht die Verbindung zu Final Fantasy. Ich meine, die Zauber und so was alles und die Gegenstände, die heißen natürlich alle gleich, aber das ist für mich jetzt nicht eine Verbindung zu anderen Final Fantasy Spielen. Die letzten Final Fantasy Spiele haben mich sowieso nie so beeindruckt. Das hat schon mit Final Fantasy 12 angefangen, aber rückblickend betrachtet ist Final Fantasy 12 ein richtig geiles Spiel, so nachdem ich Final Fantasy 13 gespielt habe. Das hat mich am meisten abgeschreckt, sagen wir mal. Keine Ahnung. Bei dem Spiel fand ich halt einfach so blöde. Man darf sich nicht überleveln, man darf immer nur, je nachdem, wo man gerade in der Story ist, ein bestimmtes Level erreichen oder so. Weil ich schon mal vollkommen verdämlich finde. Du kannst nur einen Charakter steuern, wenn dieser stirbt, ist Game Over. Was? Das ist eine total lineare Story. Ich könnte ein ganzes Video machen, wo ich mich über Final Fantasy 13 beschwer, aber es gibt schon viel zu viele Leute, die wahrscheinlich gemacht haben. Ich wollte eigentlich Dings hier machen. Multifokus. Ja, wenn euch das Spiel gefällt, meinetwegen, aber mir nicht. Wieso treffe ich dich so nicht? Was? Das Spiel hätte mich für mich funktioniert, wenn es nicht irgendein Final Fantasy hießen würde. Es muss ja Final Fantasy heißen und somit irgendwie den Namen irgendwie für mich in den Dreck ziehen. Und ja, das gleiche Problem habe ich mit Final Fantasy 15 auch. Oh, schon wieder mehr Lebenspunkte, gut. Weißt du, als hätte, weiß ich nicht. Hätte irgendeinen anderen Namen geben können, das Spiel, und es hätte funktioniert. Hätte jetzt nicht notwendig Final Fantasy sein müssen. Hätte irgendein anderer Square Enix Titel sein können. Er hätte genauso funktioniert. Das ist, als würdest du irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, Nachahmeralarm aus der Arena. Oh Gott, das wird nervig. Da wird nervig. Wie kann ich denn das vergleichen? Da hättest du irgendwie ein futuristisches Zelda-Spiel herausbringen können. So Zelda, weiß ich nicht, in Weltraum. Jetzt irgendein gutes Weltraum-Science-Fiction-Spiel rausbringen können. Jetzt einfach nur den Namen Zelda drauf geklatscht. So ungefähr meine ich das. Schon ja bei Zukunft und so weiter sind. Warum können die nicht mal wieder so ein Final Fantasy ausbringen, was ein bisschen mehr so, weil nicht. Boah, jetzt geht das schon wieder los.
und so ein bisschen mehr an. Boah. Ey, ernsthaft, was soll der Scheiß? Du blödes Viech, ey. Ja, ich hasse diese Viecher wie die Pest. Für mich sind alle Final Fantasy zu futuristisch ausgelegt. Warum müssen die alle so futuristisch jetzt sein? Ich habe lieber so mittelalterlichere. Mein Lieblingsteil ist ja sowieso Final Fantasy 6. Wie sind wir jetzt überhaupt hier auf Final Fantasy gekommen? Irgendwann müssen wir ja reden, ne? Ja, nicht so, als hätten wir alles noch nicht gesehen, ja, alles, ne? Mein Lieblingstitel ist ja immer noch Final Fantasy 6. Einfach nur in der Story, den Hauptbösewicht, den Charakteren. Bei mir hat bei dem Spiel alles gestimmt. Ach, das ist auch noch. Komm her. Und ich kann nichts mehr machen. Ich trinke mal was. Und sowieso nichts machen. So. So, komm mal her. Oh. So, ich weiß, du bist nervig, deswegen. Oh. Machen wir halt so. Oh. Na komm her, mach mal ein bisschen schneller hier. Kann auch wild um mich herumschlagen, ja. Oh. So, lass mich mal. So, ein bisschen Heilung. Danke. Another one bites the dust. Oh. Another one bites the dust. And another one down. Another one down. Another one bites the dust. Noch mal. You're done. So, Runde 7. Es gibt 8, glaube ich, ne? Take that. Oh nein, ich hab's vergessen. Immer wieder beim Zocken ja so neue Sachen ausfindet, ne? Haben wir irgendwann, weiß ich nicht, ein Video gesehen beim finalen Kampf zwischen Terra und Xehanort. Die haben Schlüsselschwertfriedhof. Irgendwie, weiß ich nicht, da war ein Teil vom Let's Play oder so, glaube ich. Und ja. Bei der Person, weil nicht, es hat sehr noch einen Angriff gemacht, den ich noch nie gesehen habe. Und zwar, weiß ich nicht, hatte ihn irgendwie am Kopf gepackt und so im Boden drin, versucht irgendwie den irgendwie, weiß ich nicht, Energie abzusaugen oder irgendwie sowas. Lange habe ich noch nie gesehen. Mein finalen Boss noch mal bekämpfen mit Terra. In der Hoffnung, mal irgendwann zu erleben. Bei Kingdom Hearts 1 Kampf Sora gegen Rico in Hollow Bastion. Wenn man anscheinend was wir von da, wenn man irgendwie Rico mit Feuer angreift, dann wehrt er den Angriff ab und schießt dann direkt so, weiß ich nicht, Dunkelfeuer irgendwie auf einen und sagt die ganze Zeit Foolish Boy. Habe ich auch nie gewusst.
das Spiel habe ich schon, das Spiel schon seit ich zurückdenken kann. Nein. So, ich weiß. Ach, wir sind schon der Boss. Oh. Was? Was du denn ja? Ja. Mal. Boah, jetzt geht das schon wieder los, ey. Tut mir leid, aber ich habe schon gesehen, wie ich so am frustrieren war mit diesem Kampf. 2-3 Mal. Boah, der bricht jeden Angriff von mir ab. Wie soll man den ernsthaft hier bekämpfen? Deswegen setze ich Multifokus ein. Ja, super. Komm her. So. Meine Güte, macht doch jetzt nicht so schwierig. So, jetzt noch mal alle Bosse bekämpfen. Ne, nee, Monster, boah, der kommt ja auch. Der Kung Fu Wal. Okay. Knallart. Ultima Kanone erhalten. Ja, das ist unser Multifokus. Den werde ich natürlich wieder zeigen. Unser letzter Multifokus. Damit hätten wir jetzt mit riesigen Feuerkugeln auf die gewaltige Explosion auslösen. Ja, den Angriff vom verweilenden Villa aus Kingdom Hearts 2. So eine langsame riesigen, so eine langsame riesige Kugel auf eingefeuert hat. Das ist das. So. Böse, böse Wichte. Sag ich es aber nur bei Monstro, weil. Obwohl. Ich höre mal die Reite von dem Teil. Ja, ich mit dem Ding noch nicht aus. Problem ist, es wird wieder lange dauern, bis es aufgelevelt ist. Bis ich damit Sachen anvisieren kann. Ich habe jetzt Monstro eiskalt ignoriert, oder? Na, was soll's. Voll scheißegal. Oh. Oh mein Gott. Okay, wir haben mal Monstro ignoriert, ist doch egal. War so gut. Komme ich auch gar nicht mehr zurück. Super. Zu frecken. Oder will ich nicht. Ich habe direkt sowieso wieder gegen den einen Gegner, ja. Ich hoffe, mein Party wenigstens in, weiß nicht, ein paar Minuten schon. Aber habe ich diese eine Mission gezeigt, hier mit dem Pinball-Dingen. Ne? Gleich doch ein bisschen aus. Zieht aber auch viel ab. Diese Kombo-Dinger am Ende, die ziehen viel ab. Oh ja. Auf der Umzug springen.
So. Ja, hör auf rumzuspringen hier. Das fällt einfach. Lass gleich mal einsetzen. So, jetzt komm. Mein Gott, der Schaden. Erdbänder. Wir haben nichts getroffen, habe ich das Gefühl. Ich vergesse immer. Was soll ich dagegen machen? Also im Kreis laufen. Super. Ah, du bist weg. Oh, mach ich doch jetzt nicht so schwer. Naja. Wow. Ich bin gegen den gerannt einfach. Ich bin Velvet Crow. Das ist aber nervig. Was sollst du denn da machen? Entweder lässt sich hier kaputt knüppeln oder versuchst abzuwehren oder zu kontern. Warum er? Mein Gott, ich kann nichts machen. Ich habe die ganze Zeit X gedrückt, weil ich den Angriff einsetzen will. Ich hoffe, ich treffe dich auch. Warum er? Was? Oh, wie ist der denn aufgetaucht? Donnerschlag, ne? Ne, Feuersbrunst. Ach ja, wegen Mega Flair. Das ist ja noch besser. Gegen den jedenfalls. Der Feuersbrunst. Verbrenn dir deine Füße. Wow. Ich habe nur den Angriff. Wie viel halt abzieht, ey. Ja, voll gestört. Ah. Jetzt glaube ich tot. Der Typ, ne? Alter, ist jetzt gut. Ich komme mit Terra ja nicht raus, wenn ich einmal drin bin. Boah. Boah, echt jetzt? Boah, Arschloch. Ey. Hat ein Arschloch, ey. Komm her. Oh mein Gott, jedes Mal. Jedes verdammte Mal. Boah. Jetzt weiß ich, wie man den Angriff jetzt ausweicht. So, komm her. Ultima Kanone. Wenigstens zieht der Teil viel ab. Leben. Boah, dieser Angriff, ne? Wenn man wenigstens einen Angriff hier von abwehren kann, ne? Ja, ist gut, Mann. Oh mein Gott. Macht er wieder den? Da guck mal. Na, bevor ich irgendwas machen kann. Boah, der geht mir langsam auf den Nerven.
Oh, echt jetzt? Oh mein Gott, ey. Dieser Angriff, den hätten sie rausnehmen sollen, ganz ehrlich. Bin ich echt ohne jeden. Haben sie das jetzt aus? Ja, nur eine ganz kleine Kugel. Oder gleich wieder mit seinen Dingen, ne? Boah! Boah, guck dich da dann an! Man kann den nur mit Multifokus-Kommandos angreifen. Komm her. Na, komm doch mal her. Oh, jetzt kommt er wieder mit dem. Er setzt ihn ein bisschen zu oft ein, wenn er mich fragt. Boah. Ein Punkt. Jetzt nicht nur einen Punkt warten können. Das habe ich raten jetzt gleich wieder. Jetzt gleich wieder drehen, ne? Ja, da kannst du auch mal weg. Das war glaube ich doof. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Lass dich doch verdammt noch mal treffen, ey. Oh Gott, ey. Boah, jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß. Ja, der Typ geht mir echt potenziell auf den Nerven. Komm gar nicht an den heran, ey. Komm. Oh mein Gott, hier, Freck. Ey, das ist echt der nervigste Gegner hier. Der blöde Arena. Ohne jede. Oder als aller Sau, ey. Ich hatte hier kämpfen muss, ey. Vielleicht kommt noch mal der, ey. Hier, Hand. Reich dir die Hand, Bro. Let's go face hier. So, komm mal her. Ich will jetzt den Angriff kommen würde, ne? Ich war bei den einen Gegnern so gar nicht. Weil er nie Pause macht, das ist ein Problem. Er ist durchgehend am Angreifen. Da so, komme. Jetzt kommt der andere, ne? So, jetzt beginnt der Spaß wieder von neu. Ja, du schon wieder. Ich freue mich so, dich zu sehen. Du mich auch. Freust du dich auch, um mich zu sehen? Typ, ne? Ich höre die ganze Zeit Viereck zum Kontern. Macht er nicht. Ja, du mich auch. Komm, hier, frisst das. Mit dem Scheiß. Ja, der wird nervig. Der wird wirklich nervig. Oh. So, da bist du. Oh mein Gott, ehrlich.
Der Angriff ist unter alle Sau, jetzt ganz ehrlich. Boah. Irgendwie treffen. Da habe ich bin tot. Nur weil ich wieder nichts machen kann. Na, komm her. So, oh mein Gott, das war knapp. Du weißt, auf Level 99 sollten die vielleicht irgendwie darüber nachdenken, einen so viel abwärts zu gehen, damit man nicht nach einem Kombo direkt tot ist, ey. Oh mein Gott, jedes einzelne Mal. Was macht er mit seinem Kreiseldreher, ey? Oh, ich kann mich drehen. Oh. Alter, was soll das? Warum setzt du das jetzt die ganze Zeit ein? Dass ich angreife oder was? Ja, das bin ich auch hier. Oh. Ja, okay, dafür wieder. Ich hasse so Gegner, die Angriffe machen, bei denen du nicht irgendwie vorankommst, bei denen du warten musst, bis die damit fertig sind. Der hat zwei solche Angriffe, einmal diesen blöden Angriff hier und dann diesen einen Saugangriff. Ach, ist das. Naja. Boah, jetzt kommt er schon wieder damit, ehrlich? Danach tut er wieder die Arena hier kaputt, Mann, oder was? Junge, ist doch mal gut. Saug, saug, saug. Na, komm her. Du bist da, komm gefälligst her. Ich bin getroffen. Komm her, so. Für mich besonders. Oh Gott. Ey. Ja, tu dich von der Arena abwenden und posen. So, haben wir das auch erledigt. So, jetzt bleiben nur noch. Oh, Ultima Schwert, stimmt. Da gab es dann auch was als Belohnung. Ja. So, jetzt haben wir die Mirage-Arenen mit jedem Charakter abgeschlossen. Jetzt bleiben uns noch, lass mich mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4 optionale Bosse, glaube ich. 4 optionale Bosse. Das heißt so 12 Parts noch, weil ich das mit jedem Charakter machen werde. Wann ich Bock habe. So, du gibst mir 3 mehr Magie und 2 mehr Attacke. Aber gibst du mir auch mehr als die... Warum diese Waffe? Die ist irgendwie voll random. So, guck sich das an. Warum? Gibt immer noch mehr Angriffskraft, das macht gar keinen Sinn, ey. Ja, damit haben wir das Ultima Schwert auch für Terra freigeschaltet. Geil, was. Hat das schon mal so ein Geräusch gemacht? Ich glaube, die machen alle ein anderes Geräusch, kann das sein? Ja. Ich glaube schon, weiß nicht. Jedenfalls, ich werde versuchen, mit dem Ultima-Schwert einige optionale Bosse kaputt zu hauen.
Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich mich an den ersten optionalen Boss hier zu schaffen mache. Welcher, glaube ich, der sein wird, den wir hier bekämpfen müssen. Und ja, in dem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Let's Play Kingdom Hearts, Birth by Sleep Final Mix. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.